Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, dem Pericenter und der Garage HR Baumgartner AG in Reiden. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofingen Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Der Chefposten vom Seniorenzentrum Zofingen ist wieder vakant. Der Stadtrat hat den Vertrag mit dem designierten Geschäftsleiter Rüdiger Niederer gekündigt, bevor er seinen Job überhaupt antreten ist. Die Gründe für einen Ausschmiss liegen im Dunkeln. Die zuständige Stadträtin Rahela Sayed äußert sich nicht dazu. Anfang April 2019 brennt die Asylunterkunft Oftrigen, wo der Kanton abgewiesene und ausreisepflichtige Flüchtlinge einquartiert hat. Die Unterkunft ist komplett zerstört und der Schaden durch das Feuer beträgt 683'000 Franken. Der Brandstifter hat das Bezirksgericht Zofingen kürzlich verurteilt. Inzwischen ist auch klar, wie es mit der Liegenschaft weitergeht. Der Wohnteil wird komplett neu aufgebaut und an Ökonomieteil angepasst. 10 Wohnungen stehen im Haus. Bezugsbereit sollen die im Frühling 2022 sein. Für Handwerker und Arbeiter, die über den Mittag normalerweise eine warme Mahlzeit konsumieren, sind die zunigen Beizen ein Problem. Jetzt gibt es aber positive News. Seit Anfangswoche dürfen Restaurants im Kanton Luzern unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebskantine auftun. 5 Restaurants bieten bisher über die Mittagszeit den Service. Die Baracken und die Esserei Zorsi bieten Essen an Wärme an, sowie 3 weitere Restaurants Zusammenbruck, Kriens und Inwil. Das Kunsthaus Zofingen macht morgen wieder seine Türen auf. Die Ausstellung vom Brüderduo Huber Huber geht bis am 21. März in die Verlängerung. Am 7. März findet das Gespräch mit dem Künstlerduo mit anschließendem Konzert von Simon Berz in Form von einem Livestream statt. Die Kuratorin Claudia Waldner freut sich über die Öffnung und die Anlässe. Für sie sind aber digitale Events kein echter Ersatz für Live-Veranstaltungen. Mehr zu dem und weitere Themen, wie zum Beispiel Ämter und Unvereinbarkeit, gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofingertagblatt.ch. Ade miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort, vom Pericenter «Alles da» in Aarburg-Oftringen und der Garage HR Baumgartner AG in Reiden. Erleben Sie den Unterschied.